Moin, herzlich willkommen zur Samstagsvormittagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfachmap 2.0 ohne Gräben. Wir haben gerade Milch zur Molkerei gebracht, davor zur Käseproduktion. Und jetzt werden wir mal den Milch-LKW eben missbrauchen, um da ein kleines wenig Gülle reinzutun. Damit dann auch unsere Düngerproduktion weiterläuft. Weil die etwas Nachschubschwierigkeiten hat. Wir haben bei den Schweinen haben wir über 50.000 Liter Gülle. Und die holen wir dann mal eben ab. Und danach fahren wir mit demselben Anhänger dann wieder. Wie soll es anders sein? Milch. Lecker, oder? Rein. Nebenbei produzieren wir auch noch Silageballen auf zwei Feldern, wie gehabt. Und wir sind dabei, so ein bisschen uns um die ganzen Produktionen zu kümmern. Ja, wir haben also auch die Kartoffelproduktion zum Laufen gebracht. Und so weiter und so fort. Während wir darauf warten, dass unsere Felder fertig werden. Wasser müsste ich auch mal wieder verteilen. Alles noch im Wachstum. Habe ich denn Wachstum eingeschaltet? Ja. Könnten wir speichern, habe ich in dieser Aufnahmesession noch gar nicht gemacht. So. Ich dachte eigentlich, ich hätte da mehr drin, aber. Nö, hatte ich nicht mehr drin. Sehr lustig, dass ausgerechnet mir das passiert. Nämlich die Produktion, hier die Saatgutproduktion, die läuft ja schon wieder. Und dann kann die Produktion nämlich hier auch wieder Arbeit aufnehmen, weil 100.000 Mist sind drin und jetzt knapp 50.000 Gülle. Ist doch super. Mal gucken. Erstmal hier wieder Milch auffüllen. So, da sind wir dabei. Das ist prima. Wie weit sind wir denn hier oben? Wieso presst der nicht? Einen Grund haben. Ah, ist auch noch nicht voll. Okay. Ja.
So, da sind wir. Und los geht's. Ist ja nicht leer. Ist er. Heißt, er ist den Roggen noch losgeworden bei der Mühle, das ist doch schön. Jawohl. Auch noch mal eine andere Zugmaschine, die nicht so ausbricht. Falls ihr da eine Idee habt, gerne in die Kommentare. Ich meine, es liegt sicherlich auch daran, dass ich hier 100.000 Liter Milch hinter mir her schleppe. Gar keine Frage. Ist ja auch nicht ganz realistisch. So, Milchverkauf. Ja, Bremse hat er so gut wie gar nicht, ne? So, was kriegen wir jetzt für 100.000 Liter Milch? €145.000. Naja. Nicht mehr lange und wir sind über der 5-Millionen-Grenze. Haben wir fast ein Drittel schon vom Feld 45. Das ruckelt hier. Unfassbar. So. Und hier auch einmal bitte wieder voll machen. Und was ich ja noch machen wollte. Ich wollte ja eigentlich Lager da verkaufen. Weil das brauchen wir hier ja nicht mehr. Wie machen wir das denn? Geht das hier auch über Garage? Ja, aber... Kann man dann irgendwo sehen, welches von denen das ist? Wie sehe ich denn das? Wie ist denn hier das falsche verkauft? Wenn man auf Verkaufen klickt, ist es weg, oder? Ich möchte ja genau dieses hier verkaufen. Ja, dann lasse ich das da erstmal. Das bringt ja jetzt auch nichts, wenn das dann gleich alles weg ist. Hier Zugmaschinen? Nö, natürlich nicht.
Habt ihr irgendwo einen Überführungskurs schon? Überführung Hof. Dann machen wir es hier gleich richtig und dann erstmal alles, was mit dem Hof zu tun hat, da rein. Zellstoff. Auch da rein. Ja, das ist doch schön. Muss ich erstmal gucken, wo ist denn hier der Kurs? Und abfahren. Das kann er da erstmal noch hinbringen. Wieso macht er denn hier nichts mehr? Wieso näht er denn nicht? Reinlassen. Reinstellen. Erst jetzt mit er wieder. Was ist denn für ein Bullshit? Dem Kurs nachfahren und ihn dann auf den richtigen, auf die richtige Spur stellen. Na, irgendwas stimmt hier ja nicht. Hierhin. Einfach einstellen. Einfach einlassen. Oh, ihr hört's, es ist schon wieder vorbei hier die Zeit. Hier muss er. Halt! Ja.
Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Ja, schaltet auch heute Nachmittag um 14 Uhr wieder rein. Heute Abend gibt es keinen Livestream, aber um 12 Uhr gibt es einen Let's Fly Explain 11. Würde mich auch freuen, wenn ihr da wieder reinschaltet. In diesem Sinn sage ich ciao.